WDR 5. Das Tagesgespräch mit Achim Schmitz-Forte. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist weitreichend und es ist erstaunlich. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, man kann dem Menschen nicht das Recht nehmen, sich selber zu töten, das eigene Leben zu beenden. Er hat dieses Recht, es ist seine oder ihre Entscheidung, das zu tun. Und zwar unabhängig davon, ob eine unheilbare Krankheit oder ein Leidenszustand vorliegt. Es ist dafür einfach ein individuelles Recht, das eigene Leben zu beenden. Und der Mensch hat auch Recht, sich dabei Hilfe zu suchen, für eine solche Selbsttötung Hilfe zu suchen, wo auch immer. Aus diesem Urteil folgt, dass das Verbot von geschäftsmäßiger Sterbehilfe nicht verfassungsgemäß ist. Der Paragraph 217 im Strafgesetzbuch ist damit unwirksam und der Gesetzgeber, also das Parlament, muss nun überlegen, wie es auf dieses Urteil oder wie ihr, der Gesetzgeber, auf dieses Urteil, sprich die Bundesregierung, auf dieses Urteil reagiert. Wir möchten heute schon darüber diskutieren und zwar mit Ihnen im Tagesgespräch auf WDR 5. Was halten Sie von diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Sie erreichen uns online. Unser Gästebuch ist für Sie geöffnet. Dort können Sie uns Ihre Meinung schreiben. Und viel lieber ist mir natürlich, wenn Sie mit uns hier diskutieren und sprechen im Tagesgespräch, wenn Sie uns Ihre Meinung hier selber sagen. Und dazu brauchen Sie die Telefonnummer 0800 5678 und 3x5. Mein Gast in dieser Sendung und hier im Tagesgespräch ist Heiner Melching. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Und auch mit ihm können Sie diskutieren, gegebenenfalls auch streiten über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Hilfe zum Suizid darf nicht verboten werden. Ich bin gespannt, was Sie mir gleich sagen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung im Paragraph 217 des Strafgesetzbuches für nichtig erklärt. Staat und Gesellschaft müssten akzeptieren, wenn Einzelne nicht mehr leben wollten. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist die etwas technische Beschreibung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Was dahinter steht, auch beim Verfassungsgericht, ist natürlich der Gedanke, dass ein Mensch das Recht haben muss, sein Leben zu beenden. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt seines Lebens. Darüber entscheiden nicht Kirche, nicht Gesellschaft, kein Parlament, sondern der Einzelne. Winfried Bernhard hat uns aus Neuss angerufen. Herr Bernhard. Ja, guten Tag, Herr Schmitz-Forte. Willkommen, was meinen Sie dazu? Ja, ich begrüße das sehr und ich empfand auch die Entscheidung der Bundesregierung im Gesetzesbeschluss von 2015 als äußerst negativ, im Vergleich zu anderen Ländern sehr rückschrittig. In Holland, in der Schweiz gibt es ja bereits so Institutionen, die einem bei einem solchen Schritt helfen können. Und da empfinde ich jetzt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes als äußerst positiv und kann das Ganze nur bejahen. Bin auch teilweise persönlich davon betroffen innerhalb der Familie oder im näheren Umfeld, wo man immer mal wieder auch schon mitbekommen hat, dass sich Leute vor eine S-Bahn geschmissen haben. Das sind ganz katastrophale Umstände, wo Leute ihr Leben beenden. Ja, das muss nicht sein. Da werden andere Menschen wie Lokführer und sonstige in Mitleidenschaft gezogen und psychisch dann total belastet. Also jeder dürfte das Recht haben, sag ich mal, auf saubere Art und Weise aus dem Leben zu scheiden. Herr Bernhard, Sie begrüßen also das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich möchte Sie mit Klaus Hillringhaus ins Gespräch bringen. Ein Anruf aus Bielefeld. Herr Hillringhaus, Sie haben gehört, was Herr Bernhard gesagt hat. Stimmen Sie zu oder widersprechen Sie? In Teilen, guten Tag erst einmal, Hillringhaus aus Bielefeld. In Teilen stimme ich zu. Der Paragraph 217 ist in dieser Fassung tatsächlich problematisch gewesen. Da muss ich zustimmen. Ich finde auch der Rückgriff auf Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, völlig richtig. Allerdings sagt unsere Verfassung, diese Würde muss geschützt werden. Und alle Artikel, die dann kommen im Grundgesetz, die Grundrechte, weitere Bestimmungen, dienen dem Schutz der Würde. Die Würde ist verletzlich. Und wenn man als Ausdruck der Würde nur die Selbstbestimmung herausstellt, ist das meines Erachtens
zu wenig. Selbstbestimmung ist wichtig, um zu sagen, wir wollen nicht fremdbestimmt werden. Das ist richtig. Aber wir sind immer auch selbstbestimmte Menschen und wir sind angewiesene Menschen. Beides gehört zusammen. Die Würde würde ich in diesem Sinne interpretieren, dass wir freie Menschen sind, die sich ihr eigenes Leben bestimmen können und wir sind immer zugleich auch angewiesen auf andere. Und wenn man die Selbstbestimmung so isoliert herausstellt als Interpretation der Würde, dann geht das Angewiesensein auf andere zurück oder wird in den Hintergrund gedrängt. Und das hat zur Folge, dass langfristig, fürchte ich, dass man das Empfinden haben kann, ich darf anderen nicht zur Last fallen, wenn ich denn Hilfe brauche. Das und nicht mehr selbst bestimmen kann. Das ist ja eine der Hauptbefürchtungen, dass dieser Effekt entstehen könnte. Herr Hilleringhaus, ich möchte noch hinzufügen, von welchem Hintergrund her Sie jetzt heute uns angerufen haben. Sie sind evangelischer Theologe, lese ich hier auf meinem Bildschirm. Und Sie sind richtig. Leiter eines Hospizhauses. Auch richtig? Nein, nicht eines stationären Hospizes, sondern in einer ambulanten Hospizarbeit im Rahmen der Diakonie. Wir haben sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sterbende in Altersheimen und in Privatwohnungen und im Krankenhaus begleiten. Und da kommt natürlich sehr viel Lebensproblematik zutage, auch Beschwernisse im hohen Alter. Und ich kann sehr gut verstehen, dass dann auch der Wunsch entstehen kann, diese Phase nicht endlos auszudehnen, nicht unter Schmerzen und unter Last, also Lebenslast leben zu müssen. Das kann ich gut nachvollziehen. Damit sind wir täglich konfrontiert. Und nun, aber es gibt sehr viele Unterstützungssysteme, Palliativversorgung, Hospizarbeit, Altenhilfe, die sehr gut darauf ausgerichtet ist, auch bedrängende Lebenslagen wirklich gut zu bewältigen und Lebensqualität zu erhalten. Genau an der Stelle möchte ich dann einen Dritten ins Spiel bringen. Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Herr Melching, Sie haben jetzt diese beiden Stimmen gehört. Was sagen Sie? Ja, vielleicht noch eins, um da noch was richtig zu stellen, weil Sie das am Anfang so gesagt haben, dass durch das Verfassungsgerichtsurteil das Recht auf selbstbestimmten Suizid ermöglicht war. Das war immer, das stand in Deutschland nie zur Disposition. Das war auch durch den Paragraph 217 nicht eingeschränkt. Jeder hatte immer das Recht, sich das Leben zu nehmen und auch jedem anderen dabei zu helfen, solange so als sein letzter Schritt bei dem bleibt, der den Suizid begeht. Das stand also nie zur Frage und da, in dem Bereich sind wir deutlich liberaler immer gewesen, als zum Beispiel die Lande, in denen die Beihilfe zum Suizid ein Straftatbestand ist oder auch Österreich. Aber also es durfte niemand. Doch, jeder durfte jedem helfen. Sie dürfen ihrem Nachbarn nur nicht in einer organisierten Form. Und aber da hat ein Arzt, der ein Honorar bezieht, durfte nicht ein Medikament verabreichen. Doch, immer schon. Nur das Problem war, dass dieser Begriff der Geschäftsmäßigkeit ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, muss man sagen, der sehr unterschiedlich interpretiert wurde von Juristen. Ärzte hatten doch genau diese Befürchtung, dann strafrechtlich verfolgt zu werden. Ja, 2, 3 haben das irgendwie für sich interpretiert. Es gab ja auch einen Verfassungskläger, der gesagt hat, er darf jetzt nicht mehr reden über Suizid mit den Patienten, was natürlich Unfug ist. Über Suizid reden gilt als Suizidprävention, nicht als Suizidförderung. Also da ist wirklich viele Unwahrheiten auch durch die Medien gejagt worden. Es war immer erlaubt. Nur ab dem Moment, wo man es geschäftsmäßig betrieben hat, sollte es verboten werden. Und der Hintergrund für das Gesetz 2015 war ja, dass wir Sterbehilfeorganisationen und vor allem selbsternannte Sterbehelfer in Deutschland hatten, die nachweislich sehr unseriös vorgegangen sind, da hohe Honorare kassiert haben und den Menschen wie in Berlin irgendeinen Brei verabreicht haben, wo die nicht gut dran gestorben sind. Das konnte selbst durch die Ärztekammer Berlin den Ärzten nicht untersagt werden, das zu tun. Und da wollte der Gesetzgeber sozusagen was tun. Er wollte niemanden in der Selbstbestimmung einschränken, sondern sie schützen vor diesen. Und jetzt hat das Urteil das eben aufgehoben und ist jetzt insofern weitreichend, weil es eben sagt, das kann natürlich nicht nur für Schwerkranke gelten, sondern diese Hilfe auf Suizid muss dann jeder Mensch in Anspruch nehmen können. Also auch der 90er mit Liebeskummer, dem müsste dann geholfen werden oder der darf das. Und da sehen wir echt ein Problem. Und das, was der Zweithörer ansprach, das ist was wir in der Palliativmedizin oft erleben, dass Menschen eben sagen, ich möchte anderen nicht zur Last fallen, ich bin ja nur noch
noch ein Kostenfaktor in dieser ökonomisierten Gesellschaft. Und da ist die gesellschaftliche Frage, wohin gehen wir, wenn wir jetzt, sage ich mal, überspitzt formuliert, allen die schnelle Lösung anbieten und sagen, komm, bevor es zu schwer wird. Und auch Ärzte, die zum Teil nicht gut qualifiziert sind in dem Bereich, dann sagen, ich kann zwar deine Symptome nicht lindern, aber ich habe die Pille, dann ist dein Leben vorbei. Da muss man zumindest was entgegensetzen und eine Diskussion führen, die auf einem anderen Ebene ist, als sie bisher ja auch in sehr populistischer Form mit diesem Totschlagargument der Selbstbestimmung geführt wurde, weil wir dürfen noch nicht vergessen, es gibt Lebenssituationen, da müssen wir uns, glaube ich, auch lernen, Menschen anzuvertrauen. Aber diese Diskussion ist doch nicht zuletzt vor 4 Jahren mit Intensität geführt worden. Und ich denke, die wird jetzt wieder beginnen. Die gibt es doch längst. Ja, sie wird wieder beginnen. Nur was das Verfassungsgericht jetzt ja auch nochmal klar gemacht hat, alle anderen Gesetzesentwürfe, die es damals gab, wären auch verfassungswidrig, weil alle, und das glauben heute noch viele, die Illusion hatten, man könne sozusagen sagen, wir begrenzen das auf eine bestimmte Gruppe Menschen. Das waren Holland und Niederlande ja auch der Glaube am Anfang, wo wir sehen, das klappt nicht. Und da muss man sagen, wo sollte die Grenze sein? Wenn wir jetzt sagen, 85 Jahre schwere Krebsleiden, selbstverständlich, 25-jähriger Sportler, dem beide Beine abgefahren wurden, der auch unerträglich leidet, in dem Moment würden wir erstmal sagen, nee, wir kennen auch Leute, die finden da wieder raus. Da ist es noch leicht. Aber wo ist die Grenze genau? Und das heißt in letzter Konsequenz, wenn man so eine Grenze da ziehen wollte und sagt, wir geben das nur diesen Schwerstkranken, muss man an einer Stelle zwischen Lebenswerten und Nicht-Lebenswerten und Leben unterscheiden. Und das ist, glaube ich, ethisch etwas, wo wir uns verhüten sollten, diese Grenze zu ziehen. Deswegen geht nur für alle oder keinen. Und da, glaube ich, ist das zumindest jetzt eine schwierige Tür auch aufgegangen. Und man muss sehen, wer sich da bildet an Organisationen. An dem Punkt möchte ich das Wort nochmal an Winfried Bernhard geben in Neuss, der ja das Urteil des Verfassungsgerichts sehr uneingeschränkt begrüßt hat. Sie haben Herrn Melching gehört. Was sagen Sie? Ja, ich finde das problematisch. Einerseits gebe ich Herrn Melching recht, ne? Andererseits ist man ab einem gewissen Punkt aber auch nicht mehr in der Lage, frei zu handeln, ne? Wenn ich jetzt also einen schweren Schlaganfall hatte oder ich habe einen 94-jährigen Vater, der ist also schwerstens dement, der hat in einer langjährigen dementen Phase immer mehr abgebaut, ist ein Schwerstpflegefall zu Hause und er ist eigentlich überhaupt nicht mehr ansprechbar, wäre eigentlich letztes Jahr im Frühjahr gestorben und in der Familie haben wir einen Bruder, der auf Teufel komm raus den Vater am Leben erhalten möchte und das auch tut, weil er die Vollmachten alle besitzt. Mein Vater ist aber gar nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Form zu entscheiden, aufgrund seiner Demenz. Ne? Und er wäre aber aufgrund seiner Äußerungen, eigentlich hätte er gewollt, dass er stirbt im Krankenhaus. Da hat er sich dahingehend mehrere Male geäußert in seiner Demenz, das war klar zu erkennen. Dem wurde halt nicht stattgegeben. Ne? Aber genau dem würde ja jetzt auch nicht geholfen werden können, weil es ist klar, es muss ein Suizid bleiben. Jemand muss es selber tun. Wir dürfen nie jemanden auf seinen Willen töten. Das steht auch gar nicht zur Diskussion bei uns. Und jemand, der nicht einwilligungsfähig und frei verantwortlich handelt, wie bei so einer Demenz, dem würde das jetzt auch nicht helfen. Das heißt, der Fehler, der da in Anführungszeichen passiert ist, ist ja viel früher passiert. Das ist nämlich der Wille des Patienten an einer anderen Stelle nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Und da muss doch, und ich gebe Ihnen recht, es passieren viele Übertherapien, es passieren noch viele Körperverletzungen in der Medizin, aber die Antwort darauf kann ja nicht sein, wir helfen dir dann schneller beim Sterben, sondern wir müssen dann das Personal im Gesundheitswesen viel besser qualifizieren, auf Gespräche vorbereiten und in die Lage versetzen und auch mit Ressourcen ausstatten, dass sie dann wirklich den Willen des Patienten finden können und auch überlegen, ob überhaupt noch eine Indikation für eine bestimmte Behandlung existiert, weil und da, glaube ich, brauchen wir auch Aufklärung der Bevölkerung. Es ist tatsächlich so, dass jeder ärztliche und pflegerische Eingriff zunächst einmal den Tatbestand einer Körperverletzung darstellt. Das heißt, ein Arzt oder auch eine Pflege darf nur etwas tun, wenn das Einverständnis dafür vom Patienten vorliegt und wenn er es nicht sagen kann, eben vom Bevollmächtigten. Und gut, wenn man da den falschen Bevollmächtigten auswählt, das klingt jetzt hart, aber dann läuft das schief. Aber da ist der Fehler unter Umständen vorher passiert. Und das lösen wir aber nicht dadurch, dass wir sagen, dann helfen wir ihnen lieber beim Sterben, sondern dann müssen wir ihnen helfen, ihre Rechte umzusetzen. Und die Rechte für Patienten in Deutschland sind so wie in kaum einem anderen Land. Ja, genau.
sehe ich auch so. Also in dem Fall meines Vaters ist da nichts mehr zu machen. Er reagiert ja auch kaum noch und er vegetiert so vor sich hin, ist aber beflissentlich und hat da durchaus einen Lebenswillen, den ich auch zu respektieren weiß. Und ich bin jetzt hier nicht im Sinne dieses schrecklichen Begriffs Euthanasie unterwegs oder bin dafür, dass mein Vater stirbt. Ne? Nur er hatte noch in seinem Dunstkreis die Äußerungen im Krankenhaus geführt letztes Jahr und der Zug ist jetzt leider abgefahren. Ne? Ich spreche jetzt aber auch mehr dann im Sinne meiner eigenen Person. Ich bin auch chronisch krank und ich kann jetzt nur ganz klar sagen, sollte ich nicht mehr irgendwann meines Geistes Sinne sein und nicht mehr frei entscheiden können, so wäre ich durchaus froh, wenn mir dann jemand die Entscheidung eben abnimmt und mir da irgendein Medikament gibt, dass ich dann mein Leben in Ruhe und Zufriedenheit beenden kann. Das kann ich dann nur selber nicht mehr entscheiden. Ja. Eines sehen wir jetzt schon bei unserer Diskussion. Es ist fast unmöglich, Extremfälle wirklich gesetzlich zu regeln, befriedigend gesetzlich zu legen. Herr Bernhard, ich bedanke mich für Ihren Anruf. Ich möchte Sie, Herr Hillringhaus, nochmal ansprechen. Sie haben jetzt diese Diskussion mitverfolgt. Haben Sie noch eine Anmerkung dazu? Ja, ich danke für die Beiträge des Palliativmediziners. Ich stimme ihm voll zu. In den Niederlanden hat man ähnlich gehandelt und zunächst einmal die Ärzte schützen wollen und sagen wollen, dass sie Handlungssicherheit haben. Und sobald das geschehen war, kam die nächste Frage, warum dann nicht auch in anderen Fällen? Wo ist die Grenze zu ziehen? Und die Schwierigkeit ist, dass sie dann nachträglich nicht mehr gezogen werden kann. Und das vermisse ich bei der Diskussion jetzt über diesen über diese Problematik. Ja, also die Niederländer haben uns Deutschen oft gesagt, ihr denkt sehr gründlich nach, bevor ihr handelt. Wir sind pragmatisch, aber ihr denkt immer so viel drüber nach. Und das solltet ihr auch weiterhin tun und die Folgen eurer Entscheidungen mit einbeziehen. Und da bin ich nicht so sicher, ob das reichend getan wird. Klaus Hillringhaus, ich bedanke mich für Ihren Anruf. Herzlichen Dank. Petra Hemmenmacher hat uns aus Troisdorf angerufen. Frau Hemmenmacher. Ja, guten Tag. Ich bin den Richterinnen und Richtern aus Karlsruhe unendlich dankbar für ihre weise Entscheidung. Von mir ist so richtig eine schwere Last abgefallen, weil diese Frage, wo ist die Grenze? Diese Frage kann nur jeder selbst beantworten. Also es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt konkret vorhätte, mein Leben zu beenden, aber ich weiß, es gibt einen Notausgang und wenn ich sage, die Grenze des Erträglichen ist für mich erreicht, dann weiß ich, dass ich den Schlüssel für diesen Notausgang bekommen kann. Und wenn es um andere Fälle geht, die jetzt nicht um schwer Kranke ohne Heilungsaussichten am Lebensende, sondern Menschen, die nicht aus Krankheit, sondern aus anderen Fällen in einer Lebenskrise sind und ihr Leben beenden möchten, dann würde ich das sehr begrüßen, wenn das jetzt ein geregeltes Verfahren gäbe, dass durch ein Mensch sich beraten lassen muss, dass man mit ihm versucht, seine Krisensituation zu besprechen, nach Auswegen, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Und dann ist es natürlich immer noch die Entscheidung des Betreffenden, ob er das für sich annehmen will oder nicht. Und Sie haben in der Praxis jedes Jahr hunderte Unfälle in Anführungsstrichen mit Personenschäden bei der Bahn zum Beispiel, dass Leute sich vor den Zug werfen. Wenn es ein solches Verfahren gäbe, dann würde auch von denjenigen, die als Unbeteiligte durch solche Suizide für ihr Leben traumatisiert sind, eine schwere Last genommen. Das, Frau Hinmacher, wissen wir natürlich nicht. Ich möchte Ihren vorigen Punkt aufgreifen. Sie haben gesagt, es ist jetzt auch die Wahl
Basis weiter zu regeln. Zum Beispiel, wie bekommen Menschen, die in einer Krise sind, Beratung? Diese Dinge, Herr Melching, da möchte ich Sie fragen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja durchaus gesagt und den Gesetzgeber angesprochen, dass das jetzt geregelt werden muss. Beratungspflichten, Verbot unzulässigen Drucks, diese Sterbehilfevereine oder Suizidhelfer müssen kontrolliert werden. Was denken Sie, wird jetzt vielleicht für ein Gesetz entstehen? Naja, man wird jetzt versuchen, irgendwie so eine Art Beratungspflicht oder eine Zeitspanne, innerhalb der ein Sterbewunsch geäußert werden muss, da irgendwie reinzubauen. Aber am Ende wird das gleiche Problem sein, das ich eben beschrieben habe. Wenn man noch ein Urteil, dass das Verwaltungsgericht ja mal beschlossen hat, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel Sterbemedikamente an Suizidwillige aushändigen muss, wenn sie schwerstkrank, sterbend und so weiter sind. Und da hat aber für mich das Verfassungsgericht klar geurteilt und gesagt, da dürfen wir keinen Unterschied machen. Wir können, am Ende kann ich irgendein Gremium wie so eine Gewissensprüfung bei der Wehrdienstverwaltung entscheiden, du darfst nicht, sondern es werden dann die Menschen frei entscheiden können, ob sie Hilfe in Anspruch nehmen können. Und das Problem ist ja, dass gar nicht festgelegt ist, wer diese Hilfe dann anbietet. Und da zeigt uns eben die Vergangenheit bei uns mit irgendwelchen Urologen, Lehrern, die mit wilden Medikamenten unterwegs waren. Wir haben da Briefe von Angehörigen, da kriegt man wirklich Angst, die da gedrängt wurden, irgendeinen Brei auszulöffeln und noch dafür viel Geld abgenommen wurde, weil die Angst ausgenutzt wurde. Das weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht, dass das geregelt werden kann unter dieser Überschrift. Was aber ganz wichtig ist von der Anruferin, was sie sagte, diesen Notanker, diesen Notausstieg, den die Menschen brauchen. Und das glaube ich wirklich, dass das was ganz Entscheidendes ist, weil es ist fast immer die Angst vor dem, was mal kommt. Wenn Sie dann diese Patienten in der Palliativmedizin erleben, dann äußern die plötzlich oft fast nie mehr Sterbewünsche. Selbst Menschen, die sagen, vorher gesagt hätten, so will ich nie leben. Das heißt, wir müssen auch daran arbeiten, Menschen die Ängste vor der Situation zu nehmen, indem wir sagen, wir können mit der Palliativmedizin dafür sorgen, dass keiner Schmerzen, keine Luft hat. Wir können Menschen sedieren, also in einen Schlaf legen. Wir können sie darunter versterben lassen, wenn wir sie dann eben auch nicht mehr behandeln oder nicht mehr ernähren. Also wir haben so viele Möglichkeiten in der modernen Palliativmedizin, die Menschen völlig human sterben zu lassen, auch schneller sterben zu lassen, sodass wir diese, sag ich mal, diese Pseudosterbehelfer, die sich da jetzt auftun, aus den unterschiedlichsten Beweggründen, nicht wirklich brauchen. Und das vermisse ich so, dass da diese Information ist. Und zu diesen Lokführern und Suiziden muss man ja sagen, von den 8000 Suiziden im Jahr, die wir haben, sind nicht mal 3% Menschen mit einer Erkrankung, sondern das sind ganz andere Fälle, die damit gar nicht zu tun haben werden. Die werden auch nicht diese Hilfe aufsuchen, weil das sind Menschen, die ihren Suizidplan dann durchführen. Ich finde es auch ehrlich gesagt schon ein schwieriges Argument. Wollen wir uns um die Menschen kümmern, die an Suizid denken, oder wollen wir uns darum kümmern, dass es sozial verträglich, geschmeidig, unauffällig ablaufen kann? Also das ist schwierig, aber ehrlich gesagt habe ich keine wirklich gute Idee, wie das jetzt vom Gesetzgeber so geregelt werden soll, dass die Idee, die ja auch die Klage eingereicht haben und die Betroffenen vor allem, jetzt Umsetzung findet. Heiner Melching ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Herr Melching, eine Stimme habe ich hier. Helmut Feldmann hat gemeinsam mit Sterbehilfevereinen und Ärzten geklagt beim Bundesverfassungsgericht. Er war einer derjenigen, die dieses Verfahren angeschoben haben. Er ist 73 Jahre alt, hat eine unheilbare Lungenerkrankung und er hat das hier gesagt. Ich lebe gerne, ich möchte auch noch gerne leben, aber wenn es dann so sein sollte, ist mein größter Wunsch jetzt in Erfüllung gegangen, dass ich nicht leiden muss, sondern dass, wenn der Tag gekommen ist und ich sage, meine Lebensqualität ist nicht mehr gegeben, ich möchte gehen, dass dann die Möglichkeit besteht, und zwar im Rahmen der Legalität. Das war mir ganz wichtig. Herr Melching, bei dem, was Sie eben gesagt haben, was ein Palliativmediziner kann, hätte Herr Feldmann gar nicht klagen müssen. Wollten Sie das sagen? Ja, also ich kenne ihn ja auch durch andere Statements, wo er zum Beispiel gesagt hat, ihm wurde von Medizinern gesagt, dass ein Viertel aller Schmerzen nicht zu lindern sind. Das ist falsch. Und auch bei einer COPD, die er hat, dass man am Ende erstickt, das ist nicht nötig. Natürlich ist dafür nötig, dass man ein Versorgungsnetz hat, wo man Leute hat, die das auch können, auch begleiten können. Und das sind nämlich nicht nur Ärzte, sondern in der Palliativmedizin multiprofessionelle Teams. Die Pflege spielt eine gigantisch wichtige Rolle, aber auch Sozialarbeit, Psychologie bis hin zur Seelsorge, alles, was jemand da braucht. Und man hätte Herrn Feldmann durchaus klar machen können, dass mit der Erkrankung, die ja nicht selten ist, und wir wissen, wie Menschen an der Erkrankung sterben und wie man ihnen das Sterben erleichtern kann, dass die Ängste
nicht wirklich berechtigt sind und wir auch bei Luftnot Opiate in einer Dosierung geben dürfen, schon immer durften, wo man weiß, man verkürzt das Leben. Aber das Ziel ist nicht in erster Linie, das Leben jetzt zu beenden, sondern die Symptome zu lindern. Und man nimmt dann sozusagen das Sterben als einen natürlichen Vorgang in Kauf, was auch, und das ist vielleicht nur noch ein Nebensatz, für die Angehörigen nicht ganz unwichtig ist. Ist mein Angehöriger jetzt wirklich eines Suizides gestorben, eines unnatürlichen Todes, wo immer Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist und vieles Automatismen laufen und auch viele Schuldgefühle am Ende und Fragen auftauchen? Oder können wir es doch als einen natürlichen Tod dann auch sehen, den wir vielleicht befördert haben ein bisschen, aber wo trotzdem der Sterbevorgang schmerzfrei, symptomfrei, aber ein natürlicher war? Das ist so auch noch ein Aspekt, dass wir von Angehörigen wissen, dass die sich da auch nicht so leicht immer im Nachhinein mit tun. Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, zu Gast im Tagesgespräch auf WDR 5. Ich danke Ihnen, Frau Hemmenmacher, danke für Ihren Anruf und möchte Felicitas Runau begrüßen in Hennef. Willkommen. Ja, danke schön, dass ich zurückgerufen wurde. Herr Schmitz-Horte und Herr Melching habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich bin eine Frau aus der Praxis, will ich nur sagen. Ich bin erstmal Altenpflegerin von Beruf, über 30 Jahre im Diensten, jetzt ambulant tätig. Und ich bin aber auch persönlich betroffen gewesen durch mehrere Sterbefälle in der Familie und habe meine Angehörigen, ich habe einen Bruder mit 41 an Lungenkrebs, innerhalb von 3 Monaten ist er praktisch gestorben, begleitet, und meine Eltern. Aber was ich sagen möchte, ist eigentlich, dass ich sehr erstaunt war, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil fällen konnte oder gefällt hat, aus folgendem Grund. Also es ist ja so, Sterben ist ein Prozess, ein sehr persönlicher Prozess, und ich kann eigentlich nicht pauschal darüber ein Urteil fällen. Natürlich gibt es dann Wege, wo Menschen sagen, oder Erkrankungen, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wer entscheidet darüber, dass Leben noch lebenswert ist? Ja, also ich habe gesehen, dass ein kranker Mensch, der gut gepflegt wird, der gut betreut wird, niemals den Wunsch äußern würde, bitte beende mein Leben vorzeitig. Das ist eigentlich meine Meinung. Ich habe es so erlebt in vielen, vielen Fällen. Und wichtig ist für mich auch, das habe ich jetzt gerade nochmal, menschliche Zuwendung. Wo ist die heute in unserer Gesellschaft? Und nehmen wir uns die Zeit, einen diesen Prozess bewusst zu begleiten. Das ist meine Anregung. Frau Runau, all das kann ich gut verstehen und nachvollziehen. Aber der Punkt ist ja, dass es um das Recht geht, einer Person diese Entscheidung treffen zu dürfen. Ja, richtig, genau. Und das ist eben, ich befürchte, was auch Herr Melching gerade gesagt hat, ich muss das ja festhalten. Ja, das kann ich tun in einer Patientenverfügung sicher und sagen, mache ich auch selber, wenn ich entscheide dann über meinen Körper oder sage, bis dahin und nicht weiter. Richtig, das ist schon richtig, aber es kommt ja ein Dritter ins Spiel. Und ist der Mensch dann noch in der Lage, wenn er krank ist, das wurde gerade auch artikuliert, ist der Mensch noch in der Lage, diese Entscheidung zu treffen? Das ist natürlich die Grenze. Es gibt ganz viele Fragestellungen dort, die nicht beantwortet werden durch dieses Urteil. Das ist mir zu pauschal. Also es ist ein individueller Prozess. Und lassen Sie Herrn Melching antworten. Ja, also ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, dass da, wo Pflege, Palliativ und hospizliche Begleitung, mitmenschliche Begleitung gut funktioniert, sicherlich Sterbewünsche deutlich weniger vorkommen. Dennoch gibt es die natürlich auch da. Und die andere Seite ist aber, wir haben natürlich auch Situationen, wo Menschen nicht optimal gepflegt und versorgt werden. Und wenn man, Sie wissen das ja am besten, was in der Pflege so passiert und wie da auch die Ressourcen bei uns sind, dass das nicht optimal ist. Und da müssen wir aber aus meiner Sicht dran arbeiten. Auf jeden Fall ist es ein ganz individuelle Entscheidung, die deswegen auch, wie ich finde, nicht in so eine Rechtsnorm passt, dass wir Kriterien finden können, ab wann und ab wann nicht. Die Sorge, die mich ja auch mehr trägt, ist dadurch, dass jetzt sozusagen freie Bahn für selbsternannte Sterbehelfer, Retter und Organisationen ist, wir da auch Unerfreuliches erleben werden. Und
ein gesellschaftlicher Druck entstehen kann, eben, bin ich noch was wert, bin ich noch ein Kostenfaktor? Und da würde ich Frau Runau genau zustimmen, dass es auch wirklich darum geht, wie gehen wir überhaupt mit alten, schwachen, sterbenden unserer Gesellschaft um? Wie vermitteln wir ihnen das Gefühl, dass sie wertvoll für uns sind? Gut, aber darüber hat das Verfassungsgericht nicht entschieden. Nee, aber das wird jetzt die Frage sein, die kommt, wenn man versucht, das jetzt einzugrenzen. Ansonsten ist es jetzt einfach eben, ja, die Gefahr durch diese Organisationen, die sich bilden und die sich da zu Wort gemeldet haben, was passiert. Und dringt dann nicht der Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung vielleicht auch wieder ein bisschen in den Hintergrund? Das wäre dann eben schade einfach. Und das muss man gut schauen. Felicitas Runau, ich danke für Ihren Anruf bei uns hier im Tagesgespräch auf WDR 5. Unsere Telefonnummer ist die 0800 5678 3x5. Willkommen an Karl-Heinz Rudolf in Essen. Ja, grüße Sie. Herr Rudolf, wir hören Ihnen zu. Ja, ich habe gestern auf WDR 3 diese Sondersendung zu dem Thema gesehen. Und das Erschreckendste für mich war, dass aufgrund eines Urteils auch die Sache möglich gewesen wäre. Und der Bundesgesundheitsminister, da wurde ja zitiert, ein Schreiben an seine Behörde, keine Medikamente diesbezüglich rauszugeben. Das ist doch ein Skandal ersten Grades. Und ich finde es auch nicht gut, dass Sie hier nebenher die Palliativorganisationen Stellung nehmen sollen. Ich habe 8 Jahre meine Mutter gepflegt. Die ist mit 89 Jahren dann gestorben. Wir haben hin und her überlegt, in die Schweiz zu gehen. Jetzt kommt Folgendes. Ich habe einen Freund, der ist Apotheker. Der hat mir Folgendes erzählt. Dieses Medikament Natriumbarbitural ist in Deutschland nur in der Tiermedizin zugelassen. Das heißt, wenn ein Hund sterbenskrank ist, dann kriegt er vom Tierarzt die Spritze. Und der Mensch hat sie nicht gekriegt und kriegt sie auch wahrscheinlich jetzt nicht. Ich befürchte nämlich, dass die Kirchen und andere Verbände das jetzt wieder verwässern, indem sie da Beratungssachen einfügen. Und das, dagegen bin ich absolut. Leute, die Geld haben oder eine Pistole haben, wie der Gunter Sachs, der hat sich mit einer Pistole erschossen. Ja, sein Vater auch mit einem Jagdgewehr. Leute, die einfachen Leute, die keine Pistole haben, die müssen sich vorm Zug werfen. Und ich habe bei meiner Mutter genau das erlebt, was der Arzt auch gestern in der Sendung gesagt hat. Die einzige Möglichkeit legal war bisher jedenfalls, die Nahrung zu verweigern. Ja, das ist doch ein Skandal ersten Grades, dass die Leute dann jämmerlich verhungern. Genauso ist es meiner Mutter gegangen. Herr Rudolf, ich schlage vor, dass Heiner Melching die Chance kriegt, Ihnen zu antworten. Ja. Also einmal, ich wünsche keine Skandal. Ich bin damals aus der Kirche ausgetreten. Herr Rudolf, lassen Sie Heiner Melching Ihnen einfach mal antworten. Also vielleicht eins zur Klarstellung, es sind jetzt gerade zwei Urteile durcheinander gegangen sind. Da, wo Herr Spahn das BfArM angewiesen hat, keine Medikamente auszugeben, ist ein anderes Urteil, das auf völlig verrückte Weise an einem Verwaltungsgericht gelandet ist. Und da hat das Oberverwaltungsgericht entschieden, dass eben das Bundesinstitut für Arzneimittel, das BfArM, eben dieses Natrium-Pentobarbitural an Sterbewillige aushändigen muss. Sofern, und das war das Problem, hat das Verwaltungsgericht entschieden, die Menschen unerträglich leiden. Das zweite war, es sollte alles palliativmedizinisch ausgeschöpft sein. Das dritte, keine anderen Suizidmöglichkeiten, die zumutbar waren. Jetzt sollte sozusagen die Kommission dort entscheiden, was ist unerträgliches Leid und was nicht, was sie nicht konnten. Und Herr Spahn hat diesem Institut angewiesen, erstmal nichts rauszugeben, weil in dem Moment, wo das Institut das gemacht hätte, hätten sie gegen Paragraph 217 verstoßen. Das heißt, bis gestern hätten die sich selber strafbar gemacht, weil sie dann Suizid gefördert hätten. Da haben wir ein Kuriosium, dass wir zwei oberste Gerichtsurteile haben, die sich widersprechen. Und dieses Urteil vom Verwaltungsgericht ist eigentlich jetzt auch durch das gestrige Verfassungsgerichtsurteil aufgehoben worden, weil in dem Urteil eben wieder diese Reichweitenbegrenzung steht, dass nur bestimmte kriegen. Also da muss man Herrn Spahn jetzt für einen kleinen Moment tatsächlich, auch wenn ich jetzt ihn nicht verteidigen will, in Schutz nehmen. Da ist er in eine ganz dumme Zwickmühle geraten, wo er sich strafbar gemacht hätte, wenn er das rausgegeben hätte. Das andere ist natürlich auch immer dieses Thema, die Hunde kriegen es, die Menschen nicht. Die Hunde werden tatsächlich auch nicht immer gefragt. Und auch da könnte man, und da gibt es Tierschutz,
Tierschützer, die sagen, oder auch ich kenne Tierärzte, die sagen, hier kommen auch laufend Leute an, die sagen, ach, der Hund stört eigentlich und wir ziehen um in eine kleine Wohnung und schläfern sie den mal ein. Das möchte ich mit Menschen nicht erleben, muss ich sagen. Von daher sollte man das schon noch unterscheiden. Und selbstverständlich brauchen wir für Medikamente in Deutschland auch irgendwie eine Zulassung für das, weil wir wissen auch aus Niederlanden und Oregon, dass es eben nicht immer so toll klappt damit, wie es klappt. Und wenn Sie beim Thema Suizid sind, die höchste Suizidrate ist im Übrigen bei Ärzten. Die ist 5,6 mal so hoch wie woanders. Und jetzt würde man denken, weil die es ja können. Nur die wenigsten davon nutzen ihre eigenen Medikamente, sondern die hängen, erschießen sich genauso. Also da weiß man auch wirklich nicht, so viel auch nicht. Es läuft auch nicht immer gut. Da, dass wir ein strenges Medikamentengesetz haben, hat, glaube ich, viele Vorteile. Ich will damit nur sagen, da hängt halt einfach viel dran und es ist nicht so einfach. Jetzt gibt mal jedem, der anruft, irgendwie Natriumpentobarbitural, weil es ja auch bei Tieren wirkt. Das ist schon etwas komplexer und es hängt, finde ich, auch schon eine ethische Diskussion dran, die man führen muss, ohne jetzt den Ausgang vorzugeben. Und ich bin da völlig bei dem Anrufer, dass da natürlich die Moral der Kirche geäußert werden kann, aber dann nicht für jeden gelten muss. So wie auch andere Moralvorstellungen nicht für jeden gelten müssen, das ist individuell. Herr Rudolph, möchten Sie nochmal antworten? Naja, ich wollte nur noch sagen, dass ich absolut keinerlei Beratung brauche. Ich möchte bitte auf einem legalen Weg irgendein Medikament haben. Das geht aber jetzt auch, ist kein Problem. Also wenn, vorausgesetzt natürlich, es gibt eine Indikation, also Sie haben jetzt Schmerzen, irgendwas Unerträgliches, darf und durfte immer jeder Arzt Ihnen auch, wenn Sie Schmerzen haben, ein Opiat wie auch immer in einer Dosierung geben, wo man wusste, es verkürzt Leben, Sie sedieren oder eben, was Sie vorhin auch sagten, das möchte ich nur noch, dass es richtig gestellt wird, freiwillige Verzicht auf Nahrung und Essen ist nichts, wo man elendig verhungert oder verdurstet, sondern Durstgefühl entsteht nur im Mund. Mit einer Mundpflege haben Sie nie ein Durstgefühl und sind trotzdem nach 3 Tagen verstorben. Man wird dann nicht verhungern. Das ist nämlich, dauert viel, viel länger. Also das ist nicht so leidvoll, wie es beschrieben wird, aber ich kann das verstehen, dass es auch ein bisschen absurd klingt, wenn man Leuten sagt, dann hör doch auf zuerst zu trinken. Das muss man dann schon einbetten und erklären, wie das auch eingebettet ist. Und auch das braucht dann wieder Fachleute, die das können. Das ist so. Ich unterbreche Sie beide jetzt, weil Bodo Schulz und Sabine Körner schon eine ganze Weile warten. Ich bedanke mich für Ihren Anruf, Herr Rudolph, bei uns. Bedanke mich dafür, dass Sie mitdiskutiert haben und möchte Bodo Schulz in Ratingen begrüßen. Ja, guten Morgen oder guten Tag, Herr Dr. Schmitz-Forte und Ihrem Gast. Ist doch richtig, gell? Sie haben doch einen Doktortitel, gell? Ja, aber keinen medizinischen. Ja, jetzt zum Thema. Also meine Frau und ich, wir sind beide Pflegefälle. Meine Frau ist im Pflegeheim seit einiger Zeit hat die Pflegestufe 3 und ich habe die Pflegestufe 2. Ich sitze auch im Rollstuhl. Aber wir würden nie, unser Leben freiwillig hergeben. Wir hängen am Leben. Ich werde dieses Jahr 80 und ich habe aber so viel Spaß und Lust noch am Leben. Und meine Frau auch, obwohl sie auch einen Schlaganfall mit zurechtkommen musste. Also für uns ist das Leben sowas von kostbar. Aber wie gesagt, wenn man starke Schmerzen hat, kann man das verstehen, ja? Sabine Körner hat uns aus Köln angerufen. Frau Körner, Sie haben Herrn Schulz gehört. Was sagen Sie? Ja, also es ist so, das ist das, was ich eben auch thematisiert habe, dass es letztlich darauf hinausläuft, wenn ein Mensch wirklich qualvolles Leiden ertragen muss, dass sich das nicht mildern lässt mit irgendeiner Palliativmedizin. Sie können den Menschen selbstverständlich betäuben oder in einen Dämmerzustand versetzen, aber was ist das noch für ein Leben? Das ist ja völlig unwert. Und auch ohne jede Würde. Man hat ja gar kein Leben mehr. Man kann nichts mehr tun, was einem Freude macht. Man kann noch nicht mal mehr ein Buch lesen, je nachdem, in welcher Situation man ist. Und deswegen regt es mich halt immer auf, wenn diese Argumentation kommt, dass man ja so herrliche Mittel hätte, so ein Leiden abzumildern und dass das, weiß Gott, kein Grund sein könnte, sterben zu wollen. Also bei mir ist das so, ich bin ein sehr kreativer Mensch und hatte mir ein schönes Leben aufgebaut als freischaffende Kreative und bin ganz plötzlich und unerwartet schwer erkrankt und hatte noch eine Krankheit, die keine Anerkennung
hat, also eine Bleiquecksilbervergiftung, eine Allergie, und bin darüber dann hinweg immer kränker geworden und habe halt erfahren müssen, was Leiden wirklich bedeuten kann. Und ich bin der Meinung, dass diese Gesetzesänderung ein wirklich enorm guter Schritt war, weil es müssen Menschen selber entscheiden können, wann es für sie genug ist. Darf ich dazu Sie was fragen? Meine Frage wäre tatsächlich dann auch an die Anruferin. Ich meinte ja, oder es ist ja nicht gemeint, man kann alles so lindern, dass man dann dahin vegetiert, sondern natürlich auch, dass man darunter sterben kann. Menschen, die Schmerzen haben, die darf man für 30 Tage die Dosis von Opiaten mit nach Hause geben. Also das ist relativ sicher, dass man damit auch dann versterben kann. Die Frage, die ich Ihnen stellen würde, glauben Sie denn wirklich, dass irgendeine Sterbehilfeorganisation, wo Leute tätig sind, die weder fachlich noch sonst wie irgendwie mit Pflege, mit Medizin, mit psychosozialen Versorgung was zu tun haben, dass das die bessere Alternative wäre, als wenn wir nicht im Rahmen des Gesundheitswesens mit qualifizierten Pflegekräften, Ärzten, Psychologen, ihnen da dann irgendwie auch helfen, natürlich ihr Leben zu beenden? Nein, da möchte ich Ihnen sogar zustimmen. Ja. Weil das ist ja die Sorge, die wir jetzt durch das Urteil haben und gar nicht die andere, sondern dass jetzt die Tür genau für solche Menschen aufgegangen ist, die dann... Also ich kann das, ist ja wieder psychologisch nachzuvollziehen, die rennen dann rum und entscheiden über Leben und Tod, das mag ja toll sein, aber für die Betroffenen habe ich da Sorge. Also mir geht es wirklich um die Sorge. Ich kann mich erinnern, dass ich von einigen Seiten gehört habe, von Menschen, denen es eben extrem schlecht gegangen ist und die nicht mehr wollten, die dann in Anführungsstrichen illegal sich an solche Organisationen zum Beispiel in der Schweiz gewandt haben und dort Hilfe erfragt haben und letztlich dann auch bekommen haben, alles natürlich unter absoluter Verschwiegenheit, weil man sich ja da theoretisch hier in Deutschland strafbar machte. Aber auch erst nach 2015. Das ist gerade nicht. Das, was ich nicht gut finde. Das ist kein Weg. Denn im Grunde genommen ist doch jetzt die Ärzteschaft und überhaupt der ganze die in der Medizin ein Köpfchen haben, sich zu überlegen, was sie tun könnten. Die sind doch jetzt eigentlich gefragt, ein entsprechendes Angebot zu machen. Ja. Einfach jetzt mal zu akzeptieren ihrerseits, dass Lebenserhaltung um jeden Preis, denn das ist ja das ist ja der Tenor derzeit in der Medizin. Also wenn jemand genug Kohle hat und sich das lohnt, diesen Patienten lange in seinem Bettchen liegen zu lassen und zu versorgen, Entschuldigung, aber das ist einfach so. Unsere ganze Medizin ist nur noch auf Geld ausgerichtet. Ich habe selber erleben müssen, ein Koma-Patient, für den kriegt ein Krankenhaus dreimal so viel wie für jemand, der eben nicht im Koma liegt. Und ich wurde zum Beispiel ins künstliche Koma gelegt. Man weiß, nach 10 Tagen ist das durchaus grenzwertig und hat enorme medizinische Folgen. Trotzdem habe ich 3 Wochen im Koma gelegen und war danach gelähmt und in der Lage, wie jemand, der einen schweren Schlaganfall hinter sich hat. Die Medizin muss sich halt moralisch mal ganz massiv hinterfragen. Also da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Und das ist ja auch wirklich was wir auch erleben, auch was ich vorhin sagte, Übertherapien. Das sind Körperverletzungen, die da passieren. Die sind tatsächlich strafrechtlich relevant, wenn gegen den Willen von Menschen da behandelt wird. Aber da ist ja die Palliativmedizin wirklich gerade der Gegenentwurf zu, dass wir sagen, das darf für uns keine Rolle spielen. Und es ist auch nicht dramatisch, wenn jemand verstirbt, sondern es kann auch durchaus gewünscht und eine Erlösung sein. Und da stehen wir ja tatsächlich im Ringen mit den anderen medizinischen Richtungen oder mit einigen, muss man sagen, auch nicht mit allen. Und immer, dass die Krankenhäuser, die Medizin sehr ökonomisiert ist inzwischen, das ist eine Katastrophe, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die Antwort darauf kann ja nicht sein, dann lassen wir die Leute früher sterben, sondern muss die Antwort sein, wir verändern bis hin zur Ausbildung der Mediziner, dass die wieder, wie es früher mal ein Philosophikum im Medizinstudium gehabt gibt oder wie auch immer, lassen Sie uns daran arbeiten, weil wenn wir jetzt die schnelle Lösung anbieten und sagen, naja, wir können ja die Leute jetzt sterben lassen, dann wird es in der Medizin ja noch extremer, dass sie sagen, ja, nun müssen wir uns um die Leute aber nicht mehr lange kümmern, wir haben ja die Pille für den schnellen Abgang, dann hauen wir die anderen voll mit Therapien und dann kommt das. Das wäre, glaube ich, deswegen glaube ich, dass es genau in die falsche Richtung geht, wenn wir jetzt sagen, die schnelle Lösung anbieten durch irgendwelche auch obskuren Organisationen. Da müssen wir im System was ändern, da gebe ich Ihnen völlig recht.
Der Punkt ist klar, Sabine Körner. Ich bedanke mich für Ihren Anruf, auch für Ihre Schilderung. Herr Schulz, auch Ihnen danke ich für Ihren Anruf bei uns im Tagesgespräch auf WDR 5. Und ich möchte, dass Michael Güntner noch zu Wort kommt. Herr Güntner, wir haben nur noch eine gute Minute, aber trotzdem. Ja, es wird immer in zwei Richtungen, man muss es in zwei Richtungen sehen. Artikel 1 des Grundgesetzes beschreibt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das beschreibt vor allen Dingen diese Richtung der anderen in Bezug auf mich, dass ich den anderen dieser alte Grundsatz zufüge, dass den anderen nicht zu, was du selber nicht möchtest, dass dir zugefügt wird. Dass man das aber auf sich selber auch beziehen kann, diesen Artikel 1, da ist, glaube ich, noch überhaupt gar nicht auch in philosophischen sonstigen Diskussionen darauf eingegangen worden. Denn ich selber habe ja nicht das Recht, weil ich ja ein unglaubliches Individuum bin. Also jeder Mensch ist ja ganz individuell, nicht mal der Fingerabdruck ist gleich, von eineigen Zwillingen. Und unter dem Aspekt muss man auch mal drüber nachdenken, wie das ist, dass ich ja selber auch vielleicht auch gar nicht das Recht habe, mir das finale Ende zu bereiten. Herr Güntner, den Gedanken nehmen wir mit. Ich danke für Ihren Anruf hier bei uns im Tagesgespräch. Ich danke Ihnen, Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, dass Sie im Studio waren, dass Sie mitdiskutiert haben. Ich danke natürlich allen, die sich an dieser Diskussion heute beteiligt haben, hier auf WDR 5. Ich persönlich bedanke mich bei meiner Redaktion von Neugier genügt und dem Tagesgespräch. Gleich hören Sie hier auf WDR 5 das Mittagsecho, und am Mikrofon war Achim Schmitz-Worte. WDR 5.